Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Oryx Micro Product Suite. Sometimes Size Does Matter. Und ich freue mich sehr, dass wir heute jemanden von der Oryx dabei haben. Unser Referent heute ist Eugen Mohr. Schönen guten Abend, Eugen. Ich freue mich, dass du heute für uns die Zeit gefunden hast. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen sehr herzlich von FX Flat. Und bevor ich tatsächlich dann den Bildschirm jetzt übergebe, müssen wir immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen bitte dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Sehr gut. Dann, lieber Eugen, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Ja, Und vielen wünsche Dank. viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin natürlich im Hintergrund und wenn Fragen sind, dann grätsche ich gerne rein. Gerne. Ja, guten Abend. Und Nelson, vielen Dank für die tolle Einführung. Ja, wie gesagt, mein Name ist Eugen Mohr. Ich bin von der Eurex, bin angestellt jetzt bei der Eurex seit 15 Jahren fast und habe da mehrere Bereiche durchlaufen. Ich habe da angefangen in der Market Supervision, Marktsteuerungsabteilung. Der Handel an der Eurex ist ja voll elektronisch. Das heißt, es gibt keinen Parketthandel, sondern ja, der Handel folgt voll elektronisch über den Computer. Und von daher haben wir eben eine Abteilung, die den Handel, den elektronischen Handel eben überwacht, aussteuert und eben auch die Geschäfte, die täglichen Geschäfte, die tausende, Millionen Geschäfte am Tag, eben, dass eben ein Mensch, eine humane Interaktion eben da ist, um eben einen ja, sicheren und regelgerechten Handel eben zu gewährleisten. Wie gesagt, angefangen habe ich im Jahr 2007 bei der Eurex, war 10 Jahre in der Operations-Abteilung und bin jetzt seit 4 Jahren, seit dem Jahr 2018 bin ich in Chicago bei der Eurex, kümmere mich da um den Aktienindexvertrieb, insbesondere für die US-amerikanischen Unternehmen, Handelsfirmen, Handelshäuser, Banken, Broker, und Eigenhandelsfirmen. Und ja, kümmere mich unter anderem aber auch um das Thema Mini-DAX und jetzt seit letztem Jahr um das Thema Micro-DAX. Und deswegen sind wir heute hier, um den Micro-DAX und den Micro-Euro-Stoxx und den Micro-SMI kurz vorzustellen. Und das machen wir sehr gerne, auch mit FX Flatbank zusammen, dass wir hier eben unser Wissen, unser Know-how, unser Insight an euch, an eure Kunden, insbesondere an eure Kunden weiter vermitteln. Ich habe ein paar Slides mitgebracht. Da switche ich jetzt gerade mal rüber. Also, kann man die Slides, die Folie erkennen? Ja, sehr gut. Bevor ich mit der Eurex Micro Product Suite anfange, erzähle ich vielleicht noch mal ein bisschen was über die Eurex selbst. Die Eurex ist die Derivatebörse der Deutschen Börse AG. Die Deutsche Börse AG hat ihren Sitz in Frankfurt, ging hervor aus der früheren Frankfurter Wertpapierbörse. Ich meine, Deutsche Börse, Frankfurter Wertpapierbörse kennt jeder aus der Tagesschau zum Beispiel, Börse im Ersten oder von anderen NTV oder von anderen Berichterstattungen. Und die Deutsche Börse AG ist die Muttergesellschaft der Eurex. Die Eurex selbst ist die, wie gesagt, die Derivatebörse der Deutschen Börse AG. Und wir wurden im Anfang der 90er Jahre gegründet, damals noch unter dem Namen Deutsche Terminbörse, DTB. Das war heute würde man sagen, ein Startup, weil wir haben im Endeffekt von null angefangen und haben den Handel, insbesondere den Derivatehandel auf der grünen Wiese quasi neu entwickelt und neu aufgebaut. Ich meine, der Derivatehandel selbst, wie gesagt, ich bin jetzt seit 4 Jahren in Nordamerika, in Chicago, hat ja im Endeffekt alles in den ja, 1800er Jahren in Chicago angefangen, an der Chicago Board of Trade, wo im Endeffekt die Farmer des Mittleren Westens schon am Anfang nach Möglichkeiten gesucht haben, um Preise
um Rohstoffe oder um andere Produkte für einen Preis in der Zukunft handelbar zu machen. Ich meine, muss ich das so vorstellen, wenn der Farmer des Mittleren Westens sein Korn, sein Getreide oder seine Rinder angebaut hat bzw. gezüchtet hat, dann ist der Anbau natürlich im Frühjahr erfolgt. Da mussten die Farmer natürlich auch erstmal Geld investieren für das Saatgut, für die Mitarbeiter und haben dann hoffentlich im Herbst, wenn die Ernte gekommen ist, dann eben einen entsprechenden Preis erzielen können, um eben ihre Kosten reinzuholen, aber auch natürlich, um einen Gewinn zu machen. Weil das war ja die Grundidee, wenn ich Geld investiere, in dem Fall jetzt in Rohstoffe, möchte ich natürlich auch einen Ertrag erzielen. Und da war natürlich immer die große Ungewissheit, das große Manko im Endeffekt am Ende des Jahres im Herbst. Wie ist die Ernte ausgefallen zum einen, aber zum anderen, wie konnten auch die Preise erzielt werden, die ich dafür investiert habe. Preise unterliegen natürlich Schwankungen. Wie gesagt, ein Ernteausfall oder eine Dürre oder zu viel Regen oder zu wenig Regen kann natürlich dazu auch führen, dass der Preis für ein bestimmtes Gut, in dem Fall einem Rohstoff, entsprechend schwankt. Und da eben, wie gesagt, vor 150 Jahren sind in Chicago die ersten Leute auf die Idee gekommen, warum entwickeln wir nicht einen Vertrag mit dem Farmer, wo wir dem Farmer einen festen Preis garantieren in der Zukunft. Den Vertrag schließe ich heute schon ab, also beispielsweise jetzt im Frühjahr, und garantiere dem Farmer oder dem Abnehmer oder dem Käufer, wie auch immer, wie man es sehen will, jetzt schon einen festen Preis. Für diesen fest garantierten Preis verlange ich aber eine Gebühr, weil wir können alle nicht in die Zukunft schauen, wir haben alle keine Kristallkugel. Deswegen müssen wir jetzt eine kleine Gebühr verlangen und dafür, dass ich eben den Preis eben garantiere. Und dadurch sind im Endeffekt jetzt die Finanzderivate, so wie wir sie heute kennen, in dieser Form entstanden. Und das eben über die Jahrhunderte oder über die Jahrzehnte hinweg hat sich natürlich dann immer weiterentwickelt. Warum erzähle ich das? Die Deutsche Börse, wie gesagt, hat ihren Sitz in Frankfurt. Und der Derivatehandel in Deutschland ist ja im Endeffekt erst Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre gestartet. Ich meine, es gab in Frankfurt, die war Frankfurter Wertpapierbörse, die ist ja auch schon 400 Jahre alt. Aber die Wette auf Preise in der Zukunft, die gab es in Deutschland in der Form noch nicht. Und da war eben die Deutsche Terminbörse als Vorläufer ein Pionier in dem Ganzen, um das System und die Funktionalität zunächst mal einzuführen in den deutschsprachigen Raum. Aber, und das ist jetzt noch ein viel wichtigerer Punkt, das Ganze auch auf elektronischer Basis zu machen. Warum elektronische Basis? Ich meine, wie gesagt, in Amerika an der Chicago Board of Trade war bis in die 2000er Jahre noch alles im PIT gehandelt. Was ist der PIT? Das ist das Trading-Parkett, wie wir es in Frankfurt auch kennen, wo im Endeffekt Händler sitzen und die Geschäfte händisch miteinander abwickeln und eben sich gegenseitig austauschen. Das hat natürlich einen gewissen Nachteil, weil wenn ein Geschäft abgeschlossen wird, kann natürlich ein Fehler passieren bei der Übermittlung oder bei der Übergabe. Und von daher war die Idee damals in den 90er Jahren, wir entwickeln eine elektronische Plattform und wickeln den Handel, der bis dato händisch stattgefunden hat, über einen Computer oder über ein Terminal, um eben die Geschwindigkeit, die Zuverlässigkeit, aber auch die Ausführungsqualität zu erhöhen. Und das hat eben die Deutsche Börse oder vielmehr die Deutsche Terminbörse damals gemacht und hat eben die erste voll elektronische Derivatebörse, die Deutsche Terminbörse, entwickelt. Wie gesagt, Anfang der 90er Jahre haben wir ganz klein angefangen. Der erste Kontrakt, den wir hatten, war, glaube ich, ein Future-Kontrakt auf den DAX. Und dann kam dann auch gleich noch ein Future-Kontrakt auf den Bund. Der Bund, da komme ich später auch nochmal zu, ist die Bundesanleihe der Bundesrepublik Deutschland, die im Endeffekt die Zinsentwicklung der Bundesanleihen
die Bundesrepublik Deutschland eben begibt, misst. Und diese Messbarkeit wurde eben in einem Future-Kontakt, also sprich in einer Wette auf die Zukunft, entwickelt. Wie gesagt, am Anfang war das noch alles sehr, sehr rudimentär, aber die Deutsche Börse hat da einen Standard gesetzt und über die Jahre hinweg sich weiterentwickelt. Wir haben dann, wie gesagt, immer wieder neue Produkte eingeführt. Wie gesagt, angefangen haben wir mit dem DAX, dann aber haben wir auch noch Aktienoptionen gebracht, beziehungsweise grundsätzlich erstmal Optionen eingeführt. Und wie gesagt, über die Jahre haben wir dann wirklich entsprechend ja, die Produkte, aber auch das Handelssystem immer weiterentwickelt. Im Jahr 1998 haben wir dann mit einer weiteren Terminbörse in Europa, der Schweizer Terminbörse Sofex, fusioniert. Und dadurch ist dann die Eurex entstanden. Also die Eurex ist aus der Fusion Deutsche Terminbörse und Schweizer Terminbörse Sofex entstanden und wurde dann in den Namen Eurex transformiert. Insbesondere Anfang der 2000er Jahre, als wir dann immer mehr Teilnehmer anschließen konnten und ganz wichtig auch den europäischen oder den deutschen Zinshandel von der bis dato in England gehandelt wurde an der Live, aber auch dort nur im PIT, hat die Eurex dann eben gesagt, hier, insbesondere dann mit den englischen Banken und Brokern, hier, wir haben hier ein neues System, das elektronisch ist, das ja, wesentlich effizienter, wesentlich schneller und wesentlich kostengünstiger ist. Wir stellen euch Terminals hin. Wenn ihr eure Geschäfte nicht an der Live im PIT, ja, nicht unreguliert, aber am uneffizienten Markt an der Live im PIT handelt oder wenn ihr das dann rüber switcht auf unsere elektronische Plattform. Das hat dann natürlich dann auch mit den Trading-Gebühren zusammengehangen, weil wenn man über eine elektronische Plattform macht, kann man natürlich mehr Transaktionen machen und dadurch dann auch die Order-Gebühren, die Order-Transaktionsgebühren entsprechend reduzieren. Und da fand dann eben der Wechsel, wie gesagt, Ende der 90er Jahre statt, dass man den Zins-Future, den Bund-Future in Persona von der Live im PIT auf die Eurex-Plattform gehoben hat. Und dann Anfang der 2000er Jahre ging es eigentlich rasant weiter, weil nicht nur in England dann die ganzen ja, Banken und Broker gesehen haben, dass es ja ein viel effizienterer Weg ist, um zu handeln, sondern auch in Amerika dann Marktteilnehmer entsprechend erkannt haben, die Vorteile des elektronischen Handels. Und so haben wir dann eben über die Jahre hinweg sukzessiv zum einen das Produktportfolio erweitert, aber zum anderen natürlich dann auch die Anbindung in die verschiedenen Regionen. Also wie gesagt, Hauptmarkt ist bislang immer noch in Europa. Wir sind eine europäische Plattform. Aber wie gesagt, deswegen bin ich jetzt auch seit 4 Jahren in Amerika. USA wird immer wichtiger, weil eben dort auch eine Diversifizierung stattfindet und Marktteilnehmer in den USA, die bislang vielleicht nur den S&P gehandelt haben oder nur den Dow Jones gehandelt haben, auch ihr Portfolio diversifizieren müssen und deswegen eben nach Deutschland oder nach Europa kommen, um eben Eurex-Produkte zu handeln. Ein neuerer Markt, wo wir jetzt aber auch schon seit fast ein bisschen mehr als 10 Jahren drin sind, ist der asiatische Markt. Ich meine, hier haben wir den Hub in Singapur natürlich, aber sind auch angeschlossen in Hongkong, Peking und Taiwan beziehungsweise in Korea, wo wir dann auch uns angebunden oder unsere Leitung verlegt haben und dann eben die Handelsteilnehmer dort ja, angebunden haben und denen den Eurex-Handel ermöglicht haben. Angefangen haben wir damals mit einer Handelszeit von 8 Uhr morgens im DAX bzw. im Eurostoxx Future bis um 22 Uhr, also sprich die europäische und die amerikanische Uhrzeit haben wir abgedeckt. Aber den asiatischen Markt, den hatten wir bis dato außen vor gelassen. Das haben wir geändert, weil wir haben auch unser System erneuert und haben auch ein neues Handelssystem eingeführt und haben dann die Möglichkeit gehabt, den Handel auf 21 Stunden zu erweitern, um eben auch die asiatische Handelszeit mit abzudecken. Also das war so eine Grundvoraussetzung, wenn wir im asiatischen Markt erfolgreich wachsen wollen, müssen wir natürlich auch zu der Handelszeit vor Ort sein. Und das haben wir eben entsprechend geschafft und haben, wie gesagt, seit dem Dezember 2018 den Handel auf 21 Stunden erweitert,
Sprich, Sie können jetzt an der Eurex von 1 Uhr nachts mitteleuropäischer Zeit bis um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit handeln. Und das ist im Endeffekt eine gute Erweiterung und bietet den Handelsteilnehmern Möglichkeiten, die sie eben bis lange oder vorher eben nicht entsprechend hatten. Ja, vom Produktportfolio, ich hatte gerade schon gesagt, angefangen haben wir mit dem DAX als ein prominentes Produkt. Dann haben wir natürlich auf der Zinsseite den Bund Future, Bobble Future, Schatz Future. Das sind sehr liquide Produkte, wobei die eben mehr auf der institutionellen Seite gehandelt werden, also sprich Banken, Broker und Eigenhandelsfirmen. Und ja, aber ein weiteres wichtiges Produkt, da komme ich jetzt später dann gleich nochmal dazu, ist der Eurostoxx 50. Eurostoxx 50 ist das größte Produkt oder der größte Index in der Eurozone, umfasst die 50 größten Werte in der Eurozone. Ja, wie gesagt, die Indexpalette wurde entsprechend erweitert, aber nicht nur Futures, sondern auch Optionen. Wie gesagt, wir haben auch Aktienoptionen bzw. Aktienindexoptionen im Paket. Bei den Aktienoptionen natürlich ganz wichtig Einzelwerte, zum Beispiel eine Deutsche Bank, eine Allianz oder eine Siemens, wie auch immer. Und auch hier bei den Aktienoptionen haben wir den Basiswert, also das Underlying, entsprechend immer weiter ausgebaut. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile fast 1000 Aktienoptionen, also Optionen auf 1000 Underlyings, die wir eben im europäischen Markt anbieten können. Weiteres interessantes Produkt, das die Eurex hat, jetzt auch schon seit 10 Jahren, ist Volatilität. Volatilität ist ein gern gebrauchter Begriff im Handel. Volatilität ist im Endeffekt die Schwankungsbreite. Also sprich, man kann mit der Volatilität, mit der historischen Volatilität messen, basierend aus der Mathematik, vielleicht wenn sich die Leute noch erinnern, die Gaußsche Verteilungsglocke, dass man eben einen Standard, einen Mittelwert ermittelt aus der Vergangenheit und dann eben aus historischen Werten dann eben eine Wahrscheinlichkeit berechnen kann, was wie auch immer, mit 80%, mit 90%, dass dann in einem bestimmten Zeitraum eben dieser Wert oder diese Aktie oder dieser Index um diesen Mittelwert herum pendelt. Und auch hier haben wir ein entsprechendes Produkt aufgelegt. Der V-Stoxx, das ist im Endeffekt ein Barometer, der die Schwankungsbreite im Index misst. In den Medien wird auch gerne gesagt, dass der Angstbarometer, also sprich, wenn die Kurse fallen, dann typischerweise dann steigt die Volatilität. Und auch hier haben wir ein Produkt aufgelegt, um eben diese Schwankungsbreite im Markt entsprechend messbar zu machen. Also wie gesagt, Eurex ist in den 90er Jahren gegründet worden, jetzt über die letzten 30 Jahre sich weiter stark entwickelt und hat sich dann, wir sind glaube ich mittlerweile unter den Top 5 Börsen in der ganzen Welt. Also wir haben da starke Konkurrenz gemacht zu der CME oder zu der Chicago Board of Trade, aber natürlich auch starke Konkurrenz zu den asiatischen Derivatebörsen. Also wir sind wirklich von einem kleinen Unternehmen, von einem Startup zum großen, zum globalen Player haben wir uns entsprechend entwickelt. Vielleicht noch was anderes zu der Eurex. Eurex ist nicht nur eine Handelsplattform, sondern auch eine Clearing-Plattform. Warum ist es wichtig? Wenn man ein Geschäft tätigt, einen Kauf oder einen Verkauf, muss das Geschäft natürlich auch abgewickelt werden. Also sprich, wenn ich etwas kaufe, muss ich natürlich auch etwas bezahlen dafür, beziehungsweise wenn ich etwas verkaufe, möchte ich natürlich dafür auch etwas. Und hier hat auch die Eurex wieder einen Standard gesetzt, ein sogenannter zentraler Kontrahentenstandard. Warum ist es so wichtig? Wir hatten im Jahr 2008 die Lehman-Pleite. Lehman Bank war eine große Bank aus New York und die hat natürlich an der Börse gehandelt, die hat aber natürlich auch viele außerbörsliche Geschäfte gemacht. Was ist ein außerbörsliches Geschäft? Außerbörsliches Geschäft ist im Endeffekt, wenn die Bank A mit der Bank B bilateral am Telefon ein Geschäft macht und sagt, hier, du nimmst mir dieses Gut zu dem und dem Preis ab und die Gegenseite sagt, jawohl, das mache ich. Funktioniert ganz normal, Geschäft wird am Telefon oder am Computer abgeschlossen und dann muss natürlich dann auch die Lieferung erfolgen. So, wenn wir jetzt ein außerbörsliches Geschäft haben, dann ist die Lieferung natürlich abhängig, dass die Gegenseite dann auch eintritt.
Und was, das ist genau das, was im Jahr 2008 passiert ist, durch den Ausfall von der Lehman Bank und die Unfähigkeit, dann eben ihre Lieferung und ihre Leistung zu erbringen, ist dann im Endeffekt eine Partei aus dem Geschäft umgefallen und sprich, der Kontrahent von der Lehman Bank hat gezahlt oder hat die Stücke geliefert, hat aber sein Geld nicht bekommen, beziehungsweise hat seine Stücke nicht bekommen. Und das hat dann im Endeffekt dann den ganzen Domino-Effekt ausgelöst, weil wenn ein großer umfällt, hat er die ganzen anderen mitgerissen. Und das ist dann natürlich 2009, 2010 in der globalen Finanzkrise gemündet. Warum sage ich das? Wie gesagt, Eurex hat ein Clearinghouse und hat dort einen sogenannten zentralen Kontrahentenstandard. Der zentrale Kontrahent ist gewährleistet im Endeffekt, dass ich als Käufer bzw. Erkäufer nicht das Geschäft mit dem entsprechenden Verkäufer auf der anderen Seite mache, sondern dass ich als Käufer das Geschäft mit der Börse mache und der Verkäufer ein separates Geschäft auch mit der Börse macht. Was ist hier der Vorteil? Wenn ein Partner aus dieser Transaktion ausfällt, dann hat der Käufer bzw. der Verkäufer immer noch die Garantie, dass das Geschäft geliefert wird, weil er das Geschäft nicht mit der Gegenseite gemacht hat, sondern mit der Börse. Das heißt, die Börse garantiert, also wir, die Eurex Clearing AG, garantiert zu jeder Zeit die Erfüllung bzw. die Zahlung des Geschäfts. Und das ist ein zentraler Bestandteil von einer regulierten Börse, wie der Eurex zum Beispiel, dass man sich als Investor zu jeder Zeit darauf verlassen kann, dass das Geschäft, die Transaktion auch ausgeführt wird. Das ist, denke ich mal, in Kürze jetzt der Überblick über die Eurex selbst. Wenn es keine Fragen zur Börse oder zu Eurex selbst gibt, würde ich dann weiter gleiten zum nächsten Slide, wo wir dann im Endeffekt zum Future kommen, was überhaupt ein Future ist. Ich hatte am Anfang ja schon gesagt, ein Future ist im Endeffekt ein Kontrakt, eine Wette in die Future. Ich hatte am Anfang das Beispiel gebracht mit dem Farmer des Mittleren Westens, der im Endeffekt ein Produkt hatte, was weiß ich, der Weizen oder der Mais, das er im Endeffekt jetzt angebaut hat und in der Zukunft verkauft hat, aber er nicht wusste, was für einen Preis er im Endeffekt bekommt. Und da setzt jetzt genau der Future an. Der Future ist im Endeffekt ein Vertrag, eine vertragliche Vereinbarung zwischen einem Käufer und einem Verkäufer zu einer Vereinbarung, zu einem Verkauf oder zu einem Verkauf, zu einer bestimmten Fälligkeit in der Zukunft, zu einem bestimmten Abwicklungspreis. Also sprich, ich mache heute einen Kauf und einen Verkauf mit einer Fälligkeit in 3 Monaten, in 6 Monaten, in 9 Monaten und habe heute jetzt schon einen Preis, den ich jetzt im Endeffekt garantieren kann. Was ist die Basis von dem Future? Wie gesagt, das ist der Basiswert. Wie gesagt, das kann ein Rohstoff sein, hatte ich ja bereits gesagt, entweder ein der Mais oder irgendein anderer Rohstoff, aber es kann auch ein Index sein, wie in unserem Fall jetzt der DAX oder der Eurostox oder der SMI. Was ist die Besonderheit von dem Future noch? Wie gesagt, er hat einen Verfallstag, also sprich die Eurex Future oder die Index, die Aktien Index Future, die haben in der Regel 4 Verfälle im Jahr. Das sind die Monate März, Juni, September und Dezember. Und da ist es dann eben im Endeffekt immer am dritten Freitag. Und der Future-Kontrakt hat auch einen Wert. Beim DAX-Future ist es zum Beispiel so, da haben wir gestartet mit einem Indexwert von 25 Euro pro Kontrakt. Also sprich, ein Punkt im DAX entspricht 25 Euro. Und wenn der DAX einen Punkt hochgeht, beziehungsweise einen Punkt runtergeht, dann verändert sich der Future-Kontrakt, den ich entweder kaufe oder verkaufe, um 25 Euro nach oben oder 25 Euro nach unten. Das war der initiale Kontrakt, den DAX Future in der Form gibt es heute noch, aber 25 Euro beim Indexstand von 16.000 Punkten ist natürlich eine Menge Geld. Deswegen haben wir über die Jahre, und da komme ich jetzt gleich dazu, eben kleinere Kontrakte eingeführt, zum Beispiel mit dem Mini-DAX mit 5 Euro und jetzt dann das neueste Produkt seit letztem Jahr, den Micro-DAX mit 1 Euro. Wie kann man einen Future nutzen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wie gesagt, zum einen als Investment, dass ich sage, okay, ich spekuliere auf den Markt,
dass der Markt nach oben oder nach unten geht, kann ich eben mich entsprechend positionieren, dass ich eben, wenn ich sage, der Markt geht nach oben, habe ich später auch noch ein Beispiel dabei, dass ich den DAX Future oder den Future Long gehe, oder wenn ich glaube, dass der Markt nach unten geht, dass ich ihn leer verkaufe, dass ich eben den Short gehe. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, habe ich auch ein Beispiel mitgebracht später, die Absicherung, also sprich, ich kann ein bestehendes Aktienportfolio mit einem Future absichern. Und eine weitere Möglichkeit, was insbesondere institutionelle Anleger nutzen, ist die sogenannte Arbitrage, dass ich sprich zwischen einem Derivatekontrakt und einem Basiswert, wie jetzt zum Beispiel eine Einzelaktie, gibt es ja immer wieder Preisungleichgewichte, dass ich da eben entsprechende Positionen eingebe oder eingehe, wo ich dann eben so eine sogenannte Arbitragegeschäfte machen kann. Was ist der Vorteil, wie gesagt, von einem Future? Dadurch, dass ich beim Future nur einen Bruchteil des ausmachenden Betrags einsetzen muss. Ich hatte bereits gesagt, der DAX Future 16.000 Punkte mit einem Wert von 25 Euro pro Punkt hat einen nominalen Wert von 450.000 Euro. Wenn ich jetzt aber den Future kaufe, muss ich jetzt nicht die volle Summe einsetzen, sondern nur einen kleineren Betrag, einen Bruchteil, der sich dann wiederum aus der Volatilität ableitet. Und dieser Bruchteil, der wird durch die sogenannte Margin abgedeckt. Je höher der Notional, also je höher der nominale Wert des Produkts ist, desto höher natürlich auch die Margin. Aber im Vergleich zum Direktinvestment, also ob ich jetzt das DAX-Portfolio einzeln kaufe oder ob ich ein Future kaufe, habe ich doch signifikante Ersparnisse, weil die Margin, wie gesagt, richtet sich nach der Volatilität vom Underlying, die Margin doch deutlich niedriger ist und ich dadurch mit einem niedrigeren Betrag die gleiche Wirkung oder die gleiche Entwicklung in dem entsprechenden Investment eben erzielen kann. Weiterer Punkt eben der zentrale Kontrahent, hatte ich auch gerade schon darüber gesprochen, um eben das Geschäft zu garantieren und eben einen Ausfall eben zu verhindern. Und ein dritter wesentlicher Punkt, denke ich mal, für einen börsengehandelten Future ist das liquide Orderbuch. Die Eurex hat nicht nur Privatanleger, wie jetzt beispielsweise von FX Threadbank, sondern hat auch natürlich professionelle Investoren. Wie gesagt, das sind Banken, das sind Broker, das sind Hedgefonds. Das sind aber auch sogenannte Market Maker, die jederzeit eben ein liquides Orderbuch garantieren. Sprich, die stellen jederzeit An- und Verkaufspreise ein. Also sprich, während den 21 Stunden am Tag kann ich zu jeder Zeit zu einem festen Preis kaufen und verkaufen. Und aufgrund der Vielzahl der Market Maker, die die Eurex hat, wirkt sich das natürlich dann auch auf die Preisspanne an. Also sprich, ich kann jederzeit zur engsten Preisspanne, also beispielsweise beim DAX, einen Punkt kaufen und verkaufen. Ja, das waren in Kürze mal die Vorteile von dem Future. Wenn es dazu keine Fragen gibt, wollte ich noch ein weiteres Thema eingehen, warum der Handel an der Börse, denke ich mal, sehr interessant ist und ein gutes Instrument ist. Und zwar haben wir an der Börse entsprechende Schutzmechanismen eingebaut. Was sind Schutzmechanismen? Ich hatte bereits vorher schon gesagt, der zentrale Kontrahent ist ein Schutzmechanismus, wenn der Trade gemacht ist. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, in eine Falle zu laufen, um einen Fehler zu machen. Und da hat die Börse, wie gesagt, jetzt in ihrem elektronischen System entsprechende Sicherheitsmechanismen eingebaut. Das fängt an bei der Order-Eingabe, also sprich, wenn ich am Computer sitze und die Order eingebe, über die Order-Ausführung und dann aber auch, wenn die Order ausgeführt ist, gibt es im Endeffekt am Schluss auch noch einen Sicherheitsmechanismus, um das Ganze für den Investor so sicher wie möglich zu machen. Die Order-Eingabe ganz einfach, man hat Order-Limite eingeführt, wie Sie ja bei FX Flat im Endeffekt auch haben, dass Sie eben, Sie können nur so viel handeln, wie Sie im Endeffekt auch auf Ihrem Depot haben, an Cash oder an Geld. Deswegen gibt es an der Eurex entsprechende Limite, dass man im Endeffekt nur so viel handeln kann, nur so viele Stücke handeln kann, wie man im Endeffekt auch an Geld zur Verfügung hat. Warum hat man da eine Sicherheit eingebaut? Es gab früher
den Fall, dass man einfach in der Hektik des Geschehens den Preis mit der Quantität verwechselt hat. Also sprich, man wollte ein Future kaufen mit 16, mit 15.000, hat aber eingegeben 15.000 Stücke mit dem Preis von 1. Das kann natürlich zu schwerwiegenden Folgen kommen. Deswegen hat man hier eine Sicherheitsbarriere eingebaut, dass wenn man sich hier einen vertippt, einen sogenannten Fat Finger hat, dass man dann im Endeffekt, wenn man den Preis jetzt beispielsweise mit der Stückzahl verwechselt, dass man dann im Endeffekt einen Sicherheitsmechanismus, elektronischen Sicherheitsmechanismus hat, um eben diesen Tippfehler zu verhindern. Das heißt, wenn ich da wirklich 15.000 Stücke eingeben würde, meine Deckung aber nicht ausreicht, dann würde die Order abgelehnt von der Börse. Ein weiterer wichtiger Punkt, auch hier wieder aufgrund dieses Verwechselung von Preis und Stückzahl. Die Börse hat in ihrem System einen sogenannten Preischeck. Sprich, wenn ich jetzt eingebe 15.000 Stücke zu einem Euro oder zu einem Punkt, der Markt aber bei 15.000 Punkten ist, dann ist der Preis nicht korrekt. Und deswegen würde die Börse auch hier, auch wenn die Deckung ausreichen würde, diese Order ablehnen, weil sie einfach keinen Sinn macht und weil sie einfach zu stark vom entsprechenden Marktwert abweicht. Ein weiterer Sicherheitsmechanismus von der Börse ist eine maximale Orderquantität. Also die Börse selbst hat ein hartes Limit für Market Orders und für Stop Orders hinterlegt. Market Order, für die es nicht wissen, ist im Endeffekt, ich kaufe oder verkaufe zu jedem Preis. Und auch hier haben wir entsprechende Stückzahlen, maximale Stückzahlen festgelegt, um eben um Verwerfungen im Orderbuch eben entsprechend zu verhindern. Letzter Punkt, wo ich noch eingehen möchte, ist die sogenannte Volatilitätsunterbrechung. Was ist eine Volatilitätsunterbrechung? Der Markt bewegt sich ja in verschiedenen Bändern. Also sprich, wenn jetzt ein sehr volatiler Tag ist, haben wir ja im DAX schon öfter gesehen, 200, 300 Punkte sind keine Seltenheit. Wenn jetzt aber eine große Order reinkommt, wie jetzt beispielsweise eine Market Order, wenn eine Stop Order oder mehrere Stop Order an neuralgischen Punkten, wie jetzt beispielsweise der 15.000er Marke sind, kann es sein, dass sich um diese Marke herum mehrere Stop-Order bilden. Und wenn dann wirklich mal eine größere Order reinkommt und dann der Markt nach oben oder unten geht und sich aber dann innerhalb einer bestimmten definierten Zeitspanne zu schnell aus diesem Korridor hinaus oder hinein bewegt, hat die Börse auch hier einen Stopp eingebaut. Also sprich, wenn die Entwicklung im Produkt zu schnell nach oben oder nach unten geht, innerhalb von einer bestimmten Zeitspanne, hält die Börse den Handel automatisch an und unterbindet somit sozusagen den vielleicht falschen Preisverlauf. Also das sind alles Sicherheitsmechanismen, elektronische Sicherheitsmechanismen, die die Börse hier implementiert hat, um eben einen sicheren und einen ordnungsgemäßen Handel im Endeffekt zu gewährleisten. Ich habe das jetzt mitgebracht, um dem Marktteilnehmer nochmal die Vorteile eben von einer börsengehandelten Plattform eben darzulegen. Ja, wenn es dann keine Fragen mehr zu dem Thema gibt, und Nelson, bitte unterbrich mich, wenn irgendwas reinkommt, würde ich auf den Deck. Tatsächlich gibt es keine Fragen. Alle hören gespannt zu. Ich fand bis jetzt auch die Informationen wirklich sehr, sehr gut. Die Hintergrundinformationen zu Eurex fand ich spannend. Und dass du auch die Rolle des Market Makers noch ein bisschen auch hervorgehoben hast, das wird auch, glaube ich, ist jedem nicht bewusst, wie wichtig diese Rolle ist tatsächlich, um die Liquidität auch im Markt zu gewährleisten. Und ja, nee. Gerne weiter und alle, also wirklich, dass keiner gegangen und alle hören gespannt zu. Ja, das ist gut. Wie gesagt, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie die Chat-Funktion. Wir helfen da oder wir sind da gerne bereit, darauf einzugehen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von heute, nachdem wir jetzt schon 25 Minuten geredet haben. Die Micro-Futures, da haben wir, wie gesagt, mit dem DAX-Future vor 30 Jahren angefangen. Wie gesagt, ist ein sehr schwerer Kontrakt, weil der DAX über die Jahre hin auch im Endeffekt immer mehr an Wert zugelegt haben. Warum das so ist, erkläre ich später nochmal. Aber DAX, ich meine, kennen wir alle aus der Tagesschau. DAX 30 vormals ist jetzt seit September letzten Jahres aufgebohrt worden auf 40 Werte. Also haben wir jetzt 40 Werte im DAX.
DAX ist im Endeffekt der größte Index in Deutschland, reflektiert ungefähr 3/4 der Marktkapitalisierung aller gelisteten Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse, hat eine Marktkapitalisierung von fast 2.000 Milliarden. Also ist wirklich vom Volumen her ein sehr großer Index. Und aber auch sehr wichtig, der DAX ist ein sehr innovatives und ein sehr attraktives Anlageprodukt. Deswegen gibt es, also jetzt nicht nur den Eurex Future oder die Eurex Option, 150.000 weitere Finanzprodukte auf diesen Index. Und das zeigt einmal die Attraktivität eben von dem Index. DAX könnte man meinen, vor allen Dingen im Ausland, in Amerika, sagen wir Autobauer, aber das stimmt nicht. DAX ist ein sehr diversifizierter Index. Ich meine, alle deutschen Branchen sind da drin vertreten. Wie gesagt, Automobil ist dabei, aber nur ein Bruchteil davon. Ja, Versicherung, Software, Pharma, Finanzindustrie, Chemie und Gesundheitsindustrie, sehr, sehr diversifiziertes Portfolio. Ja, die Top 5 sind alles bekannte Namen im DAX. Müssen wir, denke ich mal, nicht drauf eingehen. SAP, Linde, Siemens und so weiter. Also ein sehr interessanter Index. Und aber auch DAX ist ein sehr interessantes Trading-Produkt, eben aufgrund der Trading-Spanne und der Trading-Range. Zweites Produkt, das ich mitgebracht habe heute, ist der Eurostoxx 50. Ist vielleicht beim Privatanleger nicht so beliebt oder nicht so bekannt wie der DAX, ist aber unser meistgehandeltes Produkt. Also sprich, der Eurostoxx 50 beinhaltet, ist ein Index, auch kalkuliert von der Deutschen Börse, ist ein Index, der die 50 größten Aktienunternehmen der Eurozone enthalten und hat eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen. Das stimmt jetzt gar nicht, hätte ich noch updaten müssen. Es ist mittlerweile fast 4 Billionen Euro. Also das ist eine immense Zahl, die man eigentlich ja fast gar nicht mehr messen kann. Aber wie gesagt, das reflektiert, wie gesagt, die größten Unternehmen des Eurostoxx 50. Wie gesagt, Eurostoxx 50 aufgrund seiner Diversifiziertheit, auch wieder DAX, sehr breit aufgestellt. Unterschied ist, dass es eben nicht 40 Werte sind, sondern 50 Werte. Aber auch hier die komplette, ja, Industriespanne in der Eurozone abgebildet, Technologie, Konsumerprodukte, Chemie, Gesundheitswerte, Banken, Versicherungen und so weiter und so weiter. Ja. Eugen? Gerne. Eine Frage zum DAX ist hier reingekommen, und zwar, ob wirkt der DAX Future auf den Wert der Aktien im DAX oder umgekehrt? Ja, das ist so ein Spiel, ne? Ich habe ja vorhin gesagt, Arbitrage ist ein Anlagewert. Der DAX, sagen wir es mal so, der DAX Index wird ja jede Sekunde berechnet. Ich meine, ursprünglich war die Indexberechnung im DAX 15 Sekunden, aber jetzt glaube ich auch schon seit 10 oder 12 Jahren wurde die Indexkalkulierung von 15 auf eine Sekunde berechnet. Eine Sekunde klingt jetzt erstmal nicht viel, aber eine Sekunde ist im aktuellen Handel, auch wenn man jetzt professionelle Marktteilnehmer hat, wie jetzt beispielsweise der Hochfrequenzhandel, ist eine Sekunde fast eine Ewigkeit. Also Geschäfte heute finden im Millisekundenbereich, im Mikrosekundenbereich und seit neuestem im Nanosekundenbereich statt. Deswegen, wenn man die Indexberechnung im DAX mit einer Sekunde es sich anschaut, dann aber Eurex Future Geschäfte mit einer Milli oder mit einer Nanosekunde anschaut, dann ist hier natürlich Arbitrage zwischen dem Index und dem Future feststellbar. Wer zieht jetzt wen? Das ist natürlich eine interessante Frage, ne? Ich meine, das ist immer ein Zusammenspiel, ne? Also ich meine, wir hatten es gesagt, man hat zum einen den Aktienmarkt, der auf Xetra läuft, wo im Endeffekt auch Millionen, Milliarden von Transaktionen stattfinden. Und dann haben wir aber auch den Future-Handel, der an der Eurex läuft. Also ich würde sagen, dass sich beide Märkte, die mittlerweile aufgrund eben der Elektronifizierung
Elektronifizierung sehr effizient sind, beide Märkte sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ziehen. Also da kann man jetzt keine genaue Antwort drauf geben, aber aufgrund der Effizienz, und ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt, aufgrund der Effizienz beider Märkte ziehen sich beide Märkte jeweils in die eine und in die andere Richtung. Und das Gute ist, es balanciert sich immer aus und, wie wir vorhin gesagt haben, eben über die Arbitrage. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja. Okay, dann gerne erstmal weiter. Alles klar. Den dritten Index, den ich mitgebracht habe, ist der SMI. Im Endeffekt der gleiche Index wie der Eurostoxx und der DAX, nur auf den Schweizer Markt. Der SMI ist nicht ganz so diversifiziert. Da sind lediglich 20 Werte drin. Deswegen haben wir auch zum Beispiel die Top 5 haben einen Gesamtwert von 61%. Aber trotz alledem, er reflektiert die Schweizer Wirtschaft. Auch hier haben wir über 1,400 Milliarden Schweizer Franken Marktkapitalisierung. Und auch hier der SMI ist ein interessantes Produkt für ETFs und Derivate. Also auch hier, denke ich mal, haben wir ein sehr attraktives Produkt. Ja, das war die Auswahl der Future oder vielmehr der Underlyings, wo wir uns überlegt haben, wie können wir da dem privaten Investor helfen? Und die Idee war eben von dem großen Kontrakt wie dem DAX Future mit 350.000 Nominalwert und einer Eurex Margin von, glaube ich, über 35.000 Euro auf einen kleineren Future. Wie gesagt, vor 6 Jahren haben wir angefangen, den Mini-DAX einzuführen. Da haben wir die Kontraktgröße von 25 Euro pro Punkt auf 5 Euro reduziert. Also sprich, wenn ich einen Mini-DAX kaufe, dann hat der, wenn der Markt, der DAX einen Punkt nach oben oder nach unten geht, jeweils 5 Euro, was aber immer noch relativ viel ist. Auch beim Mini-DAX haben wir aufgrund des Indexwerts, und ich habe mal den Chart mitgebracht, wie sich der DAX, der Eurostoxx und der SMI verändert haben über die Jahre, haben wir beim Mini-DAX trotz alledem immer noch einen Nominalwert von 60.000 Euro, was, glaube ich, in einer Margin von auch noch 10.000 oder 12.000 Euro für einen Kontrakt mündet. Warum ist der DAX überhaupt über die letzten Jahre so stark angestiegen? Also die Märkte haben sich ja über die letzten 20 Jahre doch sehr volatil bewegt. Wenn man jetzt aber den DAX rausgreift, da ist die Performance jetzt mal vom Augenmerk her, ich mir DAX anschaue, jetzt zwischen 15.000 und 16.000 Punkte. Und wenn ich mir aber den Eurostoxx anschaue, der jetzt bei 4.500 Punkte ist, dann haben wir beim DAX eine deutlich bessere Performance augenscheinlich als beim Eurostoxx. Warum ist das so? Der Eurostoxx ist ein Preisindex, also sprich, er reflektiert lediglich die Preisentwicklung, Angebot und Nachfrage. Der DAX ist ein sogenannter Performance-Index. Und der Performance-Index, der Unterschied ist, dass dort die Dividenden, also sprich, wenn es der Daimler oder eine Deutsche Bank oder eine Allianz eine Dividende zahlt, dann wird diese Dividende nicht ausbezahlt, sondern die wird in den Index reinvestiert. Das heißt, der Index selbst, der DAX-Index selbst, steigt zwangsläufig aufgrund der Reinvestition der jeweiligen jährlichen Dividendenzahlung über die Zeit hinweg steigt er an. Und die 16.000, die wir heute sehen, auch wenn der Markt seitwärts läuft oder wenn der Markt sogar nach unten geht, wird nächstes oder übernächstes oder in 5 Jahren, werden wir vom Index her, vom Indexwert auf jeden Fall höher sein, als er heute ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir eben die Dividenden in den Index rein investieren. Und das ist eben der Unterschied zwischen dem Eurostoxx und dem SMI und dem DAX, dass der DAX eben ein Performance-Index ist und der Eurostoxx und der SMI ein Preisindex. Und deswegen ist der DAX eben, wie gesagt, jetzt sind wir jetzt bei fast 16.000 Punkten. Und das macht natürlich dann einen Index oder einen Future, der einen Wert von 25 Euro hat, extrem schwer und extrem teuer von der Margin. Und deswegen haben wir, wie gesagt, vor 6 Jahren den Mini-DAX eingeführt mit 5 Euro.
Und das ist unserer Meinung war, das war das immer noch zu viel. Und deswegen eben seit diesem Jahr oder vielmehr seit letztem Jahr neu den MikroDAX, den MicroDAX, wo der Indexwert 1 Euro ist. Und das bringt mich dann schon zum nächsten Slide. Die Übersicht der Produkte, wo wir Mikro- oder Mikroprodukte haben. Wie gesagt, der DAX mit 1 Euro und einem Kontraktwert von jetzt beim Indexstand von 16.000 Punkten von 16.000 Euro. Der Euro Stoxx 50 auch mit 1 Euro pro Kontraktwert. Da ist der Nominalwert, der Kontraktwert sogar noch kleiner, weil der Euro Stoxx ja nur 4.350 Euro ist oder 4.350 Punkte ungefähr. Also sprich, da ist der Nominalwert 4.350 Punkte. Und beim SMI, da ist der Index zwischen 12.000 und 13.000 Punkten. Auch hier der Indexwert 1 Schweizer Franken pro Indexpunkt. Also da ist der Nominalwert 12.000, zwischen 12.000 und 13.000 Schweizer Franken. Das wiederum, hatte ich vorhin bereits gesagt, hat einen Einfluss auf die Margin. Wie gesagt, beim DAX Future haben wir, glaube ich, Overnight eine Margin von irgendwas von 40.000 Euro. Beim Mini-DAX, also beim 5-Euro-Kontrakt, haben wir eine Margin, Overnight-Margin von 10 oder 11.000 Euro. Und jetzt beim Micro-Future, da haben wir eben, das ist jetzt der neueste Kontrakt, da haben wir eben nur eine Margin von 1.500 Euro pro Kontrakt. Und ich glaube, Nelson, wenn man die bei euch intraday handelt, dann ist diese Margin sogar noch niedriger, ne? Ja, genau. Also so von deiner Aufzählung haben wir eine Margin Intraday von 3.360 Euro. Ja, genau. Also sprich, das heißt, ich kann für 300 Euro Intraday, also sprich Intraday, wenn ich den Kontrakt am gleichen Tag kaufe und am gleichen Tag wieder verkaufe, den Future für 300 Euro kaufen und muss lediglich 300 Euro hinterlegen und kann aber dann ein Portfolio von 15.000 Euro oder 16.000 Euro bewegen. Also ich muss nicht die 16.000 Euro bewegen, sondern muss lediglich diese 300 Euro hinterlegen und kann dann den ganzen Tag dieses Portfolio in die Richtung bewegen, in die es eben bewegen möchte. Ja, das, Genau. wie gesagt, die Produktübersicht, die wir haben mit den entsprechenden Kontraktspezifikationen, wie gesagt, die Verfälle hatte ich ja vorhin schon gesagt, es sind 3 Stück, jeweils die Quartalsverfälle, die Handelszeit von 1 Uhr bis 22 Uhr und das, wie gesagt, für alle 3 Produkte gleichzeitig. Jetzt habe ich noch mal ein Slide mitgebracht zu der Entwicklung der Eurex-Produkte oder der Mikroprodukte. Wie gesagt, wir haben im Mai letzten Jahres angefangen. Mit kleiner Stückzahl haben wir so ungefähr 2.000 Stücke am Tag gehandelt. Und das hat sich dann über den Sommer hin gesteigert auf 9.000, auf 10.000 Stücke. Und jetzt im Dezember, Januar, sind wir bei fast 25.000 Kontrakte am Tag. Wie haben wir das erreicht? Also ich meine, wie gesagt, Privatinvestoren, wie es beispielsweise FX Flatbank, ist ein Teil, aber natürlich private oder vielmehr professionelle Investoren ist ein anderer Teil. Und das war unsere erste Aufgabe, dass wir hier entsprechende Market Maker ranbringen, um eben Liquidität ins Orderbuch zu bringen, um dem Investor dann die Möglichkeit zu geben, jederzeit in den 21 Stunden zu einem engsten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben über die Monate jetzt hinweg die Liquidität spürbar erhöhen können. Der Spread ist jetzt konstant fast bei einem Punkt tagsüber. Und das hat natürlich zur Folge für den Investor, dass er jederzeit günstig kaufen und verkaufen kann. Und die Lohnentwicklung spricht für sich. Und ich denke mal, wir sind erst am Anfang. Also da ist, denke ich mal, noch mehr möglich. Auffällig ist da bei dem SMI, das Volumen im September. Hat das was mit der Indexanpassung zu tun? Ja gut, der SMI, das ist ein bisschen, da sehen wir noch ein bisschen hinten dran. Da laufen wir unseren Erwartungen noch ein bisschen hinterher. Aber es kann natürlich zusammenhängen mit der Index zusammen, mit der Umgestaltung des Index, das kann sein. Aber das habe ich jetzt leider nicht parat, die Antwort. Okay.
Ja, dann was können wir mit dem Future machen? Ich habe vorhin schon mal darauf angesprochen. Die Spekulation ist natürlich ein Punkt. Da habe ich auch mal ein Beispiel mitgebracht. Wie denn sich die Wertentwicklung, wenn man jetzt einen Future kauft oder verkauft, entsprechend darstellt, auch in einer Euro-Leistung. Also nehmen wir einfach mal an, am heutigen Tag, der DAX, ich weiß gar nicht, wo er heute steht, aber nehmen wir mal an, der ist bei 15.500 Punkten und ich denke, na, der Markt könnte noch vielleicht umsteigen. Fed erhöht die Zinsen, könnte schon ein positives Signal für den Markt geben. Ich kaufe jetzt mal einen Kontrakt in der Hoffnung, dass die Zinsen, dass der Kurs im DAX steigt. Ich gehe das Geschäft ein mit einem Preis von 15.500 Punkten und kaufe einen Lot und zahle die initiale Margin. Das ist jetzt hier die Eurex Margin, also nicht die Margin von FX Flat. Die initiale Margin von 1.200 Euro. Die wird mir dann erstmal abgezogen, beziehungsweise in unserem Beispiel bei FX Flat Intraday die 300 Euro werden mir erstmal belastet beim Cash-Konto. Wenn am Ende des Tages der Markt wirklich nach oben gegangen ist und sagen wir mal am Ende des Tages der Markt bei 15.600 Punkten geschlossen hat, dann habe ich ich die Position aber nicht schließe, weil ich denke, ich möchte die noch ein bisschen länger halten, dann habe ich jetzt erstmal einen unrealisierten Gewinn von 100 Punkten, also 15.500 auf 15.600 und diese 100 Punkte entsprechen einem Geldwert von 1 Euro pro Punkt, also 100 Euro. Also sprich, ich habe jetzt mit diesem Investment 100 Euro verdient. Wie wirkt sich das auf die Margin aus? Die Margin, die ist ja hinterlegt, die 1.200 bzw. die 300 Euro. Die Börse schaut, wie war der Einstiegspreis, also 15.500, und wie ist der End-of-Day-Preis oder der Settlement-Preis des Tages, 15.600, und schreibt mir erstmal diese 100 Euro Margin gut. Also sprich, ich bekomme erstmal 100 Euro Margin, das ist so sogenannte Variation Margin, bekomme ich erstmal gut geschrieben. Am nächsten Tag ist ein anderer Tag. Ich habe die Position immer noch offen, weil ich glaube, dass der Markt weitergeht. Aber der Markt fällt sehr stark. Es kommt wieder Unsicherheit auf. Fällt von 15.600 auf 15.350. Das heißt, ich habe den ursprünglichen Gewinn von 100 Punkten. Der hat sich reduziert oder umgewandelt in einen Verlust von 250 Punkten. Ich habe die Position immer noch offen, also der Verlust ist noch nicht realisiert, aber auch hier würde die Börse am Ende des Tages verrechnet die Margin, diese sogenannte Variation Margin, und belastet mich jetzt, die 100 Euro, die ich bekommen habe, be belastet mich jetzt zusätzlich mit 250 Euro, also sprich, ich muss 250 Euro zusätzliche Margin hinterlegen. Das ist, denke ich mal, auch ein wichtiger Punkt, wenn man Futures handelt. Wenn der Future nicht geschlossen wird am Ende des Tages und die Position läuft gegen mich, besteht eine sogenannte Nachschusspflicht. Das haben wir hier in dem Beispiel abgebildet. Ich bin aber trotzdem guter Dinge, dass der Markt weiter steigt und ich halte die Position und tatsächlich am Tag 4 steigt der Markt wieder stark an, von 15.350 auf 15.750. Das heißt, der nicht realisierte Verlust wandelt sich wieder in einen nicht realisierten Gewinn von 350 Euro. Und auch hier wieder gleiches Beispiel. Die Margin, die wir hinterlegt haben, oder die Variation Margin, wird uns von der Börse dann wieder gut geschrieben. Also sprich, ihrem Konto dann durchgeleitet durch den Broker dann im Endeffekt auch wieder. Und so geht das Spiel immer weiter und ich entscheide mich dann am sechsten Tag, nachdem der Markt wirklich nochmal um weitere 50 Punkte zugelegt hat, den Kontrakt zu schließen, also sprich zu verkaufen. Und ich verkaufe dann mit 15.750 und ich habe dann einen realisierten Gewinn von 15.750 zu 15.500, also 250 Punkten, was bei einem Indexwert von 1 Euro 250 Euro entspricht. Das Geld wird mir dann über die Margin wieder verrechnet. Also ich habe ja über die letzten Tage hin schon Margin-Verrechnungen bekommen, wird mir wieder verrechnet. Und zusätzlich bekomme ich dann auch noch die ursprünglich hinterlegte Initial Margin,
Also die initiale Marge von 1200 Euro bekomme ich auch zurück. Also ich bekomme die 1200 Euro zurück plus die 250 Euro in Variation Margin und habe damit meine Position geschlossen und habe dann dadurch den Gewinn entsprechend erzielt. Gibt es da eventuell Fragen zu der Spekulation und insbesondere zu der Margin-Verrechnung? Zu dem also Thema? Wir haben einige Fragen, aber jetzt nicht speziell zu der Folie. Okay. Dann gehe ich auf den nächsten Punkt, auf den letzten Slide. Man kann, hatte ich am Anfang schon gesagt, einen Future auch als Absicherungsinstrument nehmen. Wie gesagt, mit dem Future kann ich auf steigende oder fallende Kurse setzen und aufgrund steigender, fallender Kurse kann ich dann auch das nutzen, insbesondere fallende Kurse, um mein Portfolio, mein Aktien- oder mein ETF-Portfolio entsprechend abzusichern. Nehmen wir an, ich habe ein, wir machen mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ein ETF auf dem DAX und wir haben einen Gegenwert von 16.000 Euro in DAX-ETFs. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Markt jetzt weiter steigt oder ob er stabil bleibt. Oder ich habe vielleicht sogar die Hoffnung oder die Bedenken, dass der Markt fällt. Ich möchte aber mein ETF nicht verkaufen, sondern möchte den ETF behalten, möchte mich aber gegen fallende Kurse absichern. Was kann ich tun? Ich nehme einfach einen Aktien- oder einen Micro-Future. Haben wir gelernt, bei einem Indexwert von 16.000 Punkten und einem Indexwert von 1 Euro pro Punkt hat er einen Nominalwert von 16.000 Euro. Also sprich, ich habe eine Aktien- oder ein ETF-Portfolio auf den DAX von 16.000 Euro und möchte das 1:1 absichern. Deswegen verkaufe ich einen Future, einen Micro-Future. Das reflektiert dann, wie gesagt, 16.000 Euro Nominalwert vom Future zu 16.000 Euro vom ETF-Portfolio und verkaufe den, weil haben wir gelernt, wenn wir verkaufen, wetten wir fallende Kurse. Jetzt nehmen wir mal an, nach 70 oder nach 72 Tagen ist der Index tatsächlich um 300 Punkte gefallen, mein ETF-Portfolio ist natürlich dann auch 300 Punkte weniger wert oder in dem Fall 300 Euro weniger wert. Also sprich, wenn ich den ETF ungehedged gelassen hätte, wäre mein Portfolio nicht mehr 16.000 Euro wert, sondern nur noch 15.700 Euro zum Beispiel. Aber wir haben ja den Future als Gegenposition leer verkauft, also short gegangen und haben dadurch, ich habe einen Future mit 16.000 Euro verkauft, kann den jetzt aber mit 15.700 zurückkaufen und habe damit quasi einen Gewinn gemacht im Future von 300 Punkten. Oder in unserem Beispiel jetzt von 302 Punkten oder 302 Euro. Und dadurch hebt sich den Verlust, den wir im ETF gemacht haben, durch den Gewinn im Portfolio oder im Future, hebt sich quasi 1:1 oder fast 1:1 auf. Also sprich, das ist ein Beispiel, um eben zu zeigen, aufgrund der Möglichkeit, Long und Short zu geben, kann ich ein Aktien- oder ETF-Portfolio gegen Kursabsicherung oder gegen Kursverfälle entsprechend 1:1 mit der richtigen Anzahl der Future und dem richtigen Verhältnis entsprechend absichern. Das Beispiel ist jetzt relativ einfach, richtet sich natürlich, wie gesagt, nach dem Wert des Portfolios, richtet sich dann die Anzahl der Future, die ich eben entsprechend benutzen möchte. Ja, das war mal ein Beispiel zum Thema Absicherung. Und da kommen wir jetzt, denke ich mal, auch schon zum Ende. Wir haben noch Fragen. Ich möchte aber zum Schluss, bevor wir zu den Fragen kommen, aber ganz kurz auf die Vorteile von dem Future eben eingehen, die ich am Anfang ja schon gesagt habe. Es ist ein kostengünstiger, kosteneffizienter Weg, um in den deutschen oder den europäischen Markt zu investieren, aufgrund des Hebeleffekts, aufgrund der niedrigen Margin. Wie gesagt, auf steigende oder fallende Kurse kann ich eben entsprechend wetten. Wir haben zu jeder Zeit 21 Stunden am Tag liquide Orderbücher mit dem engsten Spread, wo ich eben jederzeit kaufen und verkaufen kann. Und wie gesagt, es gibt diverseste Möglichkeiten mit dem Future. Ich habe jetzt mal zwei mitgebracht.
Die Spekulation, das Investment, steigende, fallende Kurse, die Absicherung, wie wir gerade gesehen haben, und aber auch, wie wir vorhin gesagt haben, die Arbitrage eben, wenn ich einen Aktienwert gegen den Derivatemarkt handle. Das sind eben, denke ich mal, die Vorteile, und eben mit diesem kleinen Kontraktwert von einem Euro pro Kontrakt kann ich das Ganze natürlich dann auch feiner ausjustieren oder feiner aussteuern. Ja, das sind wir schon auch schon am Ende nach einer Stunde. Aber ich glaube, es gibt Fragen. Genau, also vielen Dank schon mal bis dahin, und wir haben hier noch einige Fragen, zum Beispiel von der Kerstin. Kerstin fragt, ob das eventuell geplant ist, auch beim Bund Future Mini oder Micro Futures anzubieten, analog zu CME, die das ja letztes Jahr eingeführt haben. Ja, das ist eine gute Frage. Vielen Dank dafür, Kerstin. Also aktuell haben wir noch keinen Plan für ein Mikro auf den Bund zu bringen. Erstens mal, der Bund ist ja ein relativ kleiner Kontrakt. Da ist die Overnight Margin ist ja, glaube ich, nur bei 2.500 Euro. Also das ist schon ein relativ kleiner Kontrakt. Der Bund aktuell, was wir bei uns sehen, wird auch mehr von institutionellen Anlegern gehandelt. Von daher nicht so sehr bislang auf der Privatanlegerseite. Aber natürlich, ich meine, wir folgen der Nachfrage des Markts und beobachten die Entwicklung bei anderen Börsen natürlich auch. Aber wir haben es in der Beobachtung, aber momentan ist es noch nicht geplant. Okay, dann hat der Martin folgende Frage gestellt. Bei der CME können Market Maker ihre Position auf einem Level im Orderbuch selbst bestimmen, sich quasi vordrängeln. Ist das an der Eurex auch möglich? Also es gibt bei der CME, weiß ich, gibt es insbesondere bei Hochfrequenzhandel, gibt es entsprechende schnellere Leitungen. Also sprich, wenn ich man bei der CME quasi sich eine Hochfrequenzleitung extra kaufen und kann da auch entsprechend, muss dann halt einen entsprechenden Geldbetrag zahlen, um dann eben mit der entsprechenden Infrastruktur natürlich Sprecher schneller in den Markt zu kommen. Bei der Eurex gibt es so etwas nicht. Jeder wird faktisch gleich behandelt. Es gibt keine bevorzugte Behandlung von bestimmten Marktteilnehmern, dass man denen Daten früher zur Verfügung stellt oder dass man denen schnellere Leitungen oder schnellere Zugänge zur Verfügung stellt. Das gibt es bei der Eurex direkt nicht. Was es aber gibt bei den Marktanbietern, bei den Infrastrukturanbietern, die haben natürlich Services, die eben die Verbindung vom Marktteilnehmer, also vom Hochfrequenzhandel, das Unternehmen zur Börse, also diese Verbindung, dass da entsprechende schnelle und hochfrequente Leistung oder Leitungen mit niedrigster Latenz angeboten werden. Also sprich, ich komme schneller zum Rechner der Börse. Das gibt's, aber innerhalb des Matchers, also innerhalb des Börsensystems, gibt es da keine entsprechende Bevorzugung. Und dann noch eine Frage. Wird OBO auch für Privatkunden zeitnah verfügbar sein? Die CME bietet mit MPO das ja auch an. Also ich meine, ich hab das jetzt richtig verstanden. Ich meine, es gibt den NBBO, den National Best Bid and Offer in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten hat man ja ein anderes Börsensystem, sage ich mal jetzt. Da gibt es jetzt nicht nur eine Börse, da gibt es ja beispielsweise 17 Optionsbörsen. Und es gibt, glaube ich, 10 Futures-Börsen, und da gibt es ja auch diverseste Order-Router, Smart-Order-Router. Also sprich, wenn ich in Amerika bei einem Broker eine Order aufgebe, vor allen Dingen eine Aktienoptions-Order, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich jetzt das bei der CBOE rauskomme oder bei der Nasdaq rauskomme oder bei der ICE rauskomme, sondern die Order wird immer gegen den besten Bid und gegen den besten Offer ausgeführt. Also sprich, eine ganz andere Infrastruktur da, die wir in Europa leider nicht haben. In Europa gibt es erstens mal weniger
Marktplatzbetreiber. Da gibt es die Eurex, da gibt es die Euronext, da gibt es die frühere Live, also die ICE. Diese Plattformen sind aber nicht miteinander verbunden und es gibt auch nicht die gleichen Produkte. Die Produkte sind unterschiedlich und daher gibt es immer nur den einen besten Bid und den einen besten Bid und Offer bei der jeweiligen Börse. Es gibt aber kein kumuliertes Orderbuch, wie es jetzt beispielsweise in Amerika gibt. Also das wird bei uns nicht angeboten. Ja, der Fragesteller hat hier noch ein paar Ergänzungen gemacht, also Order by Order, L3 Orderbuch und die Möglichkeit, die verschiedenen Orders auf einem Limit zu sehen. Gut, ich meine, das Orderbuch an der Eurex ist ja Preiszeit, also sprich, ich bekomme das erste Ausführungskriterium ist der Preis und das zweite ist dann die Zeit, also sprich, wenn wir zwei Orders auf dem gleichen Preislevel haben, dann wird die Order, die den früheren Zeitstempel hat, also sprich die Order, die früher reingekommen ist, wird vorher ausgeführt. Okay, ansonsten kommen hier schon die ersten Feedbacks, natürlich positiv an der Stelle. Super Infos, vielen Dank. Und dem möchte ich mich anschließen. Also vielen, vielen Dank, Eugen, dass du jetzt hier für uns zur Verfügung standst und das tolle Webinar mit uns veranstaltet hast. Ja. Die Aufzeichnung wird so schnell wie möglich auch online gestellt, sodass ihr auch das Ganze nochmal nacharbeiten könnt. Natürlich ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer, die heute live dabei waren und auch hier aktiv im Chat mitgemacht haben. Und ich bedanke mich schon mal, wünsche einen schönen Abend. Wenn Sie noch handeln diese Woche, dann natürlich viel Erfolg, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Eugen, traditionell haben die Referenten das Schlusswort. Ja, vielen Dank, Herr Nelson, und vielen Dank, FX Blattbank, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt. Ist immer gut, sich mit den Privatanlegern auszutauschen, weil man da auch noch viel lernen kann. Ich kann nur verweisen, Eurex hat ein attraktives Produktportfolio und nutzen Sie es aber, wie gesagt, unter Einhaltung der Sicherheits- und Risikovorkehrungen, damit man eben einen erfolgreichen Trade abwickeln kann. Aber sag mal, vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg.